Guten Morgen heute aus Greiz. Letzte Etappe Vogtland Panoramaweg. Sonniges Wetter, beste Voraussetzungen. Also wir sind hochmotiviert, die letzten 9 Kilometer heute noch zu wandern. Wie immer steht unser Auto am Etappenziel an der Mündung von Gölsch und Elster, wo wir letztes Jahr im September unsere erste Etappe gestartet haben. Wir laufen jetzt in die Innenstadt von Greiz zum Bahnhof. Und starten dann heute für diese Etappe, also direkt vom Start zu Ziel mit Auto, dauert ungefähr 10 Minuten. Wir werden jetzt mit Öffentlichen fast eine Stunde brauchen. Das ist halt einfach so nicht vorgesehen. Ja, wir stehen hier am Greizer Bahnhof. Hier ist nicht so viel los, aber das macht nichts. Hauptsache unser Zug kommt gleich. Wir fahren jetzt nämlich über Elsterberg, also erstmal einen völlig unnötigen Schlenker nach Süden, aber es gibt halt wirklich einfach keine wirklich Direktverbindung. 6 Minuten mit der Vogtlandbahn, 2 Stationen und dann von Elsterberg haben wir eine halbe Stunde Umsteigezeit und fahren dann nochmal eine halbe Stunde mit dem Bus. Von Elsterberg nach Mühlau entsprechend. Ja, wir wissen auch noch nicht genau, was das heute kostet, weil Greiz ja nicht mehr im Vogtland-Verkehrsverbund liegt, sondern ja sogar schon in Thüringen. Deshalb müssen wir einfach mal gucken, was heute auf uns zukommt. Ja, aber es ist nicht so einfach. Es gibt da keine direkte Busverbindung und man hat irgendwie immer eine längere Umsteigezeit oder hätte hier schon sehr früh losfahren müssen. Es war nicht so optimal. Taxi hätte irgendwie 20 Euro gekostet. Da hoffen wir mal, dass wir das unterbieten. Wir schauen mal. Man kann natürlich die Etappe dann auch einfach doppelt wandern. Ne? Es sind ja nur irgendwie knapp 10 Kilometer heute. Hätte man auch überlegen können, ob man einfach wieder zurückläuft. Wir haben uns jetzt so entschieden und schauen mal, ob wir erfolgreich sind. Elsterberg haben wir es schon mal geschafft. Und hier an der Greizer Straße, unweit vom Bahnhof, warten wir jetzt auf die Buslinie 84, der uns dann nach Mühlau bringt. So, wir haben Mühlau erreicht. Ja, war im Endeffekt eigentlich relativ unkompliziert, hat halt nur eine Weile gedauert durch die weite Reise, die wir unternommen haben für 8 Kilometer effektive Distanz zwischen Start und Ziel. Aber jetzt sind wir, wie gesagt, in Mühlau angekommen, steigen bergauf vom Markt in die letzte Etappe, die nochmal ein echtes Highlight sein soll. Denn wir wandern von, wie gesagt, von Mühlau nach Greiz. Entlang der Gölsch und als großes Highlight heute natürlich die Gölschtalbrücke, die wir jetzt auch gleich erreichen. Hier war sie schon mal ein bisschen zu sehen. Die werden wir dann auch durchqueren. Und man soll jetzt hier gerade auf dem ersten, wir steigen gerade noch mal ein bisschen hoch, 170 Höhenmeter Aufstieg heute sind angesagt. Gerade jetzt auf dem ersten Stück soll man eben auch noch mal sehr schöne Aussichten auf die Brücke haben. Ja, genau. Und dann soll es auf dem sogenannten Köhlerspitzen noch mal so ein paar Felsen heute geben, die wir besteigen können. Also ich denke, das wird nochmal eine tolle Etappe bei wunderschönstem Wetter. Wir sind guter Dinge. Ja, auf der Tour haben wir wettertechnisch echt alles dabei gehabt. Das muss man wirklich sagen. Schnee, Regen, Sonne. Ganz abwechslungsreich. Und Sturm, Sturm. Nicht zu vergessen. An jeder Ecke hier fabelhafte Blicke auf die Gölschtalbrücke. Ganz schön warm im Übrigen. Ja, man weiß gar nicht, welche Aufnahme man noch machen soll, weil es immer total klasse aussieht. Ich wünsche es aber. Heute filmst du sogar einfach mal, wie einfach es mal geht.
Ja, irgendwie ist es so sonnig und schön. Ne? Wir unterqueren sie gerade, die Göltzschallbrücke, die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. 78 Meter hoch, eröffnet im Jahre 1851, war in diesem Jahr sogar die größte höchste Eisenbahnbrücke der Welt und ist jetzt eben immer noch die größte aus Ziegelstein. Ganz schön beachtlich, beachtliches Bauwerk. Genau, ja. Hier stehen noch so ein paar Zahlen im Wanderführer, unter anderem 31 tödliche Unfälle gab es im Zuge der Bauarbeiten. Ein Gerüst aus 230.000 Baumstämmen. Wie gesagt, ganz schöne Dimensionen und beeindruckendes Bauwerk. Durchaus noch mal mächtiger als die Elstertalbrücke, die wir ja schon auf unserer ersten Etappe gesehen haben. So, nach unserer kurzen Mittagspause geht es jetzt hier weiter auf dem Köhlersteig. Schöner Weg hier, der Köhlersteig, immer entlang an dem Hang des Göltzschtals. Benannt nach Johann Ernst August Köhler, der im 19. Jahrhundert den Erzgebirgsverein begründet hat. Lohnenswerter Abstecher hier zu den Köhlerspitzen ist ein beschilderter Abzweig. Kein wirklicher Umweg, es ist direkt am Weg. Man steigt halt auf diesen Felsen dann eben hoch oder läuft dran vorbei. Aber es lohnt sich. Steht unten Trittsicherheit gefragt. Es ist aber, ja, also wer schon mal im Elbsandsteingebirge war, der kommt auch hier hoch. Kein Problem. Wir kraxeln hier gerade runter und Basti kommt einfach von völlig woanders einspaziert. Wo musst du denn runter? Na, zu einem Steilhang einfach runter. Das ist doch. Das ist bei mir ja in Deutschland an solchen Stellen deutlich schneller sein. Dann wäre es schon. Thank you.
Fast haben wir es geschafft. Die schöne Aussicht hier ist das. Direkt oberhalb von Greizsitz sozusagen. Wir haben hier nochmal Blick hinten ins Gölschtal, wo wir jetzt hergekommen sind. Hier vorne sieht man den Hellweg-Baumarkt, wo wir beim allerersten Mal geparkt haben, als wir in unsere erste Etappe auf den Vogtland-Panoramaweg gestartet sind, die hier drüben den Hang, diesen Hang hier hochführte. Ja, das heißt, wir machen jetzt die Runde voll in wenigen Schritten. Ein paar hundert Meter noch bis zum Auto. Ein Abstieg noch. Ja, ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein lohnenswerter Weg, eine lohnenswerte Wanderung. Oder was meint ihr? Ja. Wollen wir eigentlich nochmal so ein richtiges Fazitvideo aufnehmen? Wolltest du nicht einen Podcast machen? Weiß ich nicht. Ob ich Zeit habe. Können wir auch jetzt machen, das Fazitvideo. Wir können einfach so kurz mal ein Fazit abgeben hier. Also ich fand, es war echt ein schöner Weg. Man kriegt einen schönen Überblick über das Vogtland als Ganzes sozusagen. Man kommt ja wirklich fast überall vorbei. Gerade weil ich ja auch noch so ein bisschen familiären Bezug habe, ist das natürlich besonders schön gewesen. Von den Wegen her gibt es, es ist zwischen den Tagen recht unterschiedlich. Es gibt manche Tage, die sind wirklich nicht so spannend. Insgesamt aber auch immer wieder echte Highlights. Ich würde es so ein bisschen mit dem Rennsteig vergleichen, von der Wegequalität. Was meint ihr? Das ist ein schöner, ich würde jetzt sagen, Einstiegweg. Also es ist ein schöner, ist jetzt nicht super anstrengend. Klar gibt es da mal so Höhen. Richtig. Es gibt mal ab und zu, also heute gab es ein bisschen mehr Kletterpassagen. Aber ich würde tatsächlich wirklich sagen, für Anfänger, also die jetzt vielleicht nicht so wandertechnisch abenteuerlustig sind, war das ein wirklich ein schöner Einstieg. Es ist ein schöner Einstiegweg. Auch ein Rundweg eignet sich daher gut. Ja. Ja, das stimmt. Also es gibt nicht so viel Höhenmeter auf den Tagesetappen. Man kann es sich relativ frei einteilen, entweder mit Übernachtungen oder mit öffentlichen, ist beides möglich. Ja. Die Beschilderung könnte manchmal ein bisschen besser sein. Richtig, also man weiß in der Regel, wo der Weg lang führt. Die Schilder an den Bäumen sind schon relativ durchgängig. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, das gab es zum Beispiel im Schwarzwald, ist das gang und gäbe, und auch im Harz. Am Hexenstieg hat man das, da hat man Schilder für die Murgleiter oder für den Harzer Hexenstieg. Da steht dann eben drauf, das sind die nächsten drei Etappenziele, die man auf diesem Weg erreicht. Und dann weiß man eben auch, das sind jetzt wirklich auf meinem Weg noch so und so viele Kilometer bis zum nächsten Ort. Hier ist das nicht unbedingt so. Hier gibt es jetzt manchmal Schilder, da steht jetzt irgendwie drauf, Greiz 12 Kilometer, aber vielleicht auf einem anderen Weg, dem du vielleicht erstmal folgst, aber dann biegt der Vogtland-Panoramaweg nochmal ab. Also das Vogtland-Panoramaweg-Logo ist bestenfalls da irgendwo mal auf den Wanderweg weiter draufgeklebt. Aber es gibt hier zu der auch von Ort zu Ort sehr unterschiedlichen Qualität der Beschilderung keine einheitliche, wirklich Kilometerbeschilderung für den Vogtland-Panoramaweg. Es gibt nur diese Schildchen am Baum. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Man findet den Weg auch ohne Karte in der Regel, und mit einer Karte weiß man dann auch, wie weit es noch ist. Das sind wir gut zurechtgekommen, ist kein Problem. No. So viel als Fazit, würde ich sagen. Ja, wir steigen jetzt noch entspannt ab. Sind froh, dass wir zum letzten noch einen schönen Wandertag hatten. Dieses Mal war es ja wirklich sehr wechselhaft. Und ja, dann geht wieder eine Videoreihe zu Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen an alle, die durchgehalten haben. Irgendjemand wollte den Wanderführer haben. Schreibt uns da gerne nochmal. Also den können nicht gerne abgeben, unserer Wanderführer, den wir hatten. Ich werde den Weg nicht so schnell nochmal wandern. Ich brauche den Wanderführer zu Hause nicht mehr. Wer den haben möchte, schreibt uns eine E-Mail. Die findet sich in der Kanalinfo, und der Erste, der sich meldet, kann den haben. Noch was? Ich habe nicht mehr. Vielen Dank. Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Der Ort, wo das stattfindet, dem haben sie dann auf die Bühne geholt, und der hat dann einen Hammer gekriegt und einen Amboss. Und so, Kartoffelbrei mit Tomaten-Rührei-Pfanne heute als letztes Abendbrot in Schöneck für uns. Bei einem tollen Sonnenuntergang. Gerade schon mal gefilmt. Kann man es noch mal erahnen durch das Fenster. Dieses dämliche Problem. Ich kann nur den Refrain. Die Strophen sind zu schwer.
Ich kann nur den Refrain, doch ich könnte gerne mehr. Ich kann nur den